Liebe Hobbytourer, willkommen zurück auf meinem Channel. Es ist Ende Oktober und die Sonne lässt sich noch mal blicken. Und ich fahre zur Welle. Die Skulpturenwelle in Ravenstein wollte ich immer schon mal hin. Und ja, heute ist der perfekte Tag. Es ist Montag und ich hoffe, dass nicht so viel los ist und ich ein paar schöne Bilder machen kann. Auf einer Strecke von ca. 11 Metern verliert die Straße ihre eigentliche Funktion. Die Asphaltdecke imitiert die Bewegung eines sich aufrollenden Gummibandes. Dabei bilden sich vier Wellen über die gesamte Breite des Weges. Die entstandenen Wellenberge ragen zum Teil über die Fahrzeuge hinaus, die die Straße benutzen. Diese ist an dieser Stelle nicht mehr befahrbar. Benutzer sind gezwungen, das Hindernis zu umfahren. Die Straße wird selbst zur Skulptur. So, bin wieder auf dem Heimweg. Ich nehme diesmal die Autobahn, nachdem die Hinfahrt über Land nicht so prickelnd war. 1000 Umleitungen und gar nicht so geile Strecken, wie ich mir erhofft hatte. Die Welle an sich ist ganz schön. Da war es total chillig. Ich war bestimmt eine halbe Stunde vor Ort und habe jetzt ein Auto vorbeigefahren. Also da ist wirklich nichts los. Ich habe ein paar schöne Bilder eingefangen und mein Hobbytourer-Aufkleber hinterlassen. Check. Bis zum nächsten Mal. Immer schön dranbleiben, Abo und liken und nichts mehr verpassen. Euer Hobbytourer Marc.